die Blende ist beim Rad. Ja. Das ist bei dem hier so ein rundes Blech. Es wird mit reingeschraubt. Es wird mit festgeschraubt. Es wird nicht reingeklickt, es wird festgeschraubt. Da ist auch der BMW dran hängen geblieben, wo mir die Vorfahrt genommen hat. Wo ich das Nummernschild und die Schutzung abrasiert habe. Der ist auch mal ein Rad hängen geblieben. Das weiß ich noch. Und am Tank ist er auch hängen geblieben. Eigentlich an der kompletten Seite. Aber das macht dem LKW nichts aus. Ein bisschen Schoßstange. Beim Auto war mehr Schaden. Der, wenn zwischen LKW und Maschine rein wäre, aber das Auto total schaden, den er nicht zerrissen. Denn wenn er vom Anhänger erwischt wird, da ist ein Bordstein, der drückt der Anhänger, der drückt das Auto nach vorne gegen den Bürgersteig, gegen den Gehweg, den Bordstein. Der drückt und drückt, weil er Gewicht hat. Der nimmt das Auto mit, auf Deutsch gesagt. Und dann zerreißt das. So ein LKW kannst du mit dem PKW nicht aufhalten. Und manche Autofahrer kommen auf die Idee, ich schaffe alles. Das ist irgendwie komisch. Das sind die Fahrer, die LKW-Fahrer, die Berufskraftfahrer, die auf der Bremse stehen. Weil sie sagen, ich möchte dich nicht treffen, wenn du vorne bremst. Grundlos. Ich möchte dich nicht treffen. Ich sag mir, brems ruhig. Brems ruhig, Autofahrer. Ich schieb dich schon über die Autobahn drüber, bis alle vier Reifen platt sind, schieb ich dich. Probier es ruhig aus bei mir. Ich habe da kein Problem mit. Wenn der mich ärgern will, an den Falschen geraten. Ich lasse mich nicht ärgern und ich lasse mich auch nicht aufhalten. Da hinten halt Abstand, ey. Das sehe ich mal am Rennen da durch. Drei Stufen mit dem Gewicht, das geht noch. Mit Stahl, der Ladung, das ging nicht so schön. Hat die Ladung geschoben. Aber mit 13,5 Tonnen, 13,7, da geht es. Da hat er noch genug Kraft. Siebeneinhalb Grad plus. Tolle Winter. Das ist ein toller Winter. Das ist Winter, ein toller Winter. So. Ich hätte meine Badehose mitnehmen sollen. Ilmenau West in 1 Kilometer. Greifenroder.
Seitenwinden ist zu rechnen. Ach nee, ist auch eine Brücke. Ohne Windschutz. Auf meiner Seite. Der Windschutz ist drüben. Der Grenze ist halt. Sehen, wo der Wind herkommt. Da vorne war, glaube ich, einer. Da habe ich aber nicht drauf geachtet. Warte. Haben wir hier einen? Haben wir keinen? Schade. Haben keinen. Zahme Gera. So was aber auch. Komm nicht rüber. Lass es bleiben. Probier's nicht aus. So ist brav. An mir kommt niemand unbemerkt vorbei. Der Cyber von hinten angeschleudert, kommt mir nicht weg. Bei Schweinfurt war ein Unfall. Da ist ein Polo unten am Auflieger in einem Tanklastzug im Baustellenbereich. Und der ist ins Zeigenstreifen reingefahren und eine Böschung runtergerutscht, gekippt. Ne, der ist nicht umgekippt, der ist runtergerutscht. Genau, und der PKW war noch Palettenkasten gesteckt. War das ein Tanklastzug? Das war, glaube ich, ein Tanklastzug. Ja, das war ein Tanklastzug. Das sind die Kasten, das war kein Palettenkasten. Aber trotzdem. Oder war das ein Tanklastzug? Ich weiß es gar nicht. Oder war es ein anderer Unfall? Egal. Das ist der kurze oder der lange? Das ist der lange Tunnel. Das müsste der lange Tunnel sein jetzt. Und dann kommen zwei kurze Tunnel. Der ist, glaube ich, 7 Kilometer. Oder ist das der kurze? Der lange kommt gleich. 7,5 Kilometer, glaube ich. Hohenwald. Irgendwas. Meist einmal davon. Talbrücke. Windigera. Schon wieder. Hat
Hatten wir die nicht vorhin schon mal, die wilde Gerra? Okay. Der heißt 7916 Rennsteig, Tullio Rennsteig, 7900 Meter lang. Biathlon Weltcup auf Gras, genau, bei 6,5 Grad plus, sehr schön. Der BMW da von der Pedale, immer langsamer. Geladen. Sand. Dann will man nach links, aber wir wollen nicht nach links. Da. Musst du mir so hinten reinkriechen? Schau mal, ich halte auch Abstand.